Die Kraft der erneuerbaren Energien spürt man seit einiger Zeit nicht nur in vielen Haushalten. Auch immer mehr Unternehmen sparen sich mit modernen Energiekonzepten viel Geld und schonen dabei die Ressourcen. Das Autohaus Baschinger in St. Agatha ist so ein Betrieb. Günther Baschinger geht einen klaren Weg. Ich will umweltfreundlich meinen Betrieb betreiben, sprich ohne CO2-Ausstoß. Das war mir einfach wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo man einfach hört, Ozonloch, Klimaerwärmung und so weiter. Also ich wollte meinen Betrieb umweltfreundlich betreiben. Und der zweite Grund natürlich, nachdem ich Unternehmer bin und auch rechnen muss und kann, dass ich mir natürlich Geld erspare. Also ich spare mir in dem Fall jetzt 33% Stromkosten und 66% Heizungskosten. Und beides zusammen ergibt trotzdem eine Halbierung meiner Energiekosten und somit kann ich in Zukunft auch wettbewerbsfähig günstige Preise für meine Kunden machen. Mindestens 10 Autos mehr können mit dieser CO2-Ersparnis auf den Straßen fahren, wurde beim Wirtschaftskammer-Unternehmerabend in der neuen Halle im Autohaus Baschinger gescherzt. Die verbaute Technik im Betrieb ist ein Gesamtkonzept, das von Professionisten aus der Region erstellt wurde. Diese drei Energieformen unter einem Hut zu bringen, sprich Solar, Photovoltaik und Hackschnitzelheizung, also das ist ganz schwierig, das jetzt zu steuern. Und das haben die drei Unternehmer, die das gemacht haben, natürlich geschafft. Begonnen hatte alles mit dem Dach der neuen Werkstatthalle. Das Domico-Dach aus Pötting zeigte sich so stabil, dass die Belastung mit moderner Photovoltaik und Solartechnik kein Problem darstellte. Da unser Produkt ja sehr flexibel ist, das heißt also, wir können Lasten, es gibt Gegenden bis zu 800 Kilogramm an Quadratmeter aufnehmen und können freie Spannweiten bis zu 30 Meter überbrücken. Gesagt, getan, auf das neue Dach wurde ein 1000 Quadratmeter Sonnenkraftwerk installiert. Ja, wir haben eine thermische Solaranlage montiert am Dach, die hat eine Fläche von 130 Quadratmeter. Die Energie, die dort produziert wird, das sind ungefähr 90 kW, also ein bisschen mehr wie ein OP Adam, den er da herumverkauft. Der wird dann eingespeist in den Pufferspeicher hinter uns und von dort wird er dann, oder wird diese Energie dann in der Lackierkabine verwendet oder in der Bodenheizung, wo wir jetzt draufstehen, oder natürlich für die Raumheizung in den anderen Hallen. Die elektrischen Anlagen wurden von der Pötting Installations GmbH verwirklicht. Im Besonderen hervorzuheben ist die Photovoltaikanlage, wobei sich die Firma Baschinger ein Drittel der Stromkosten jährlich erspart. Es wurde eine Leistung von 50 kW installiert. Dies entspricht in etwa dem zehnfachen Stromverbrauch eines Einfamilienhauses. Um den Wärmebedarf im Betrieb zu decken, wurde vom Ölofen auf ein neues Hackschnitzelheizwerk umgerüstet. Mit 350 kW wird ordentlich eingeheizt. Ja, es ist ja eine ETA-Hack 350 kW mit neuester Vorschubrosttechnik. Das heißt, hier wird das Material aufgelockert, auf den Rost aufgeschoben und dann auf eine sehr lange Entgasungszone, also fortbewegt. Und das hat den Vorteil, dass hier natürlich von bestem Material bis ganz schwierigem Material, also auch ein vollständiger Ausbrand, das heißt Abbrand von dem Material, gewährleistet ist. Bis zu 61% können gegenüber einem Ölofen mit dieser Technik gespart werden. Die Mitarbeiter im Autohaus sind voll des Lobes über ihre neue Arbeitsstätte. Die neue Werkstatthalle spielt auch technisch alle Stückerln und ist großzügig angelegt. Wenn man da mal rundum schaut, es ist eine Freude. Wenn man einer schaut, man kann Autos einstellen, man kann die Autos herinnen lassen, man muss nicht mehr Kisten, Zaumrahmen, den ganzen Bock zu der nächsten Bühne oder zum nächsten Platz tragen. Also das ist schön. Ne? Man kann einfach weiterarbeiten, kontinuierlich weiterarbeiten. Das ist ein Traum da herinnen. Ja. Das sehe ich schon gekommen herinnen. Ja. Ab sofort ist das Autohaus Baschinger also energiesparend unterwegs. Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Sonnenstunden, die angeblich in St. Agatha mehr sind als in tieferen Lagen, die Anlage so richtig anheizen.